Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Und da klettert auch das Wetter wieder in die gute Laune. Das Wetter hat wieder gute Laune-Modus. Und unser Pferd wartet auch schon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Aber ich habe mir eine kleine Markierung schon auf der Karte gemacht. Ich möchte erstmal in diesem Part ein bisschen Nebenkram machen. Weil ich weiß doch gar nicht, wie weit ich davon entfernt bin, bis ich zu dem Punkt komme, wo es nicht mehr zurückgeht. Also, wie heißt es doch so schön? The point of no return. Ein Fuchsbau. Schön. So startet doch der Part. Sehr gut, würde ich sagen. Er levelt den Talisman auf, den ich nicht mehr benutze. Oder den ich noch nicht benutzt habe. Weil ich bin ja, was Talisman angeht, relativ gut ausgerüstet und zufrieden. Na, Fuchslein, wo bringst du mich hin? Wo ist dein Schrein? Bestimmt da an den Felsen. Nee, der steht hier einfach so. Das war wohl der leichteste von allen. Ja, dann würde ich sagen, ehren wir den Schrein. Ach, ist das herrlich. Und das sieht auch noch so schön aus. Und wir können einen Fuchs streicheln. Ja, also, das ist doch ein guter Einstieg. So nach langem. So, ich möchte jetzt hierhin. Komme ich da eventuell schnell hin? Ja, natürlich. Denn aus dem Lager, Fürst Shimuras Lager. Das war ja diese grandiose, krasse Schlacht, glaube ich. Also erstmal das Pferd rufen. Nobu. Ich hatte gerade die ganze Zeit Agro im Kopf, aber Agro ist ein ganz anderes Pferd. Mal gucken, ob das klug war, hier über den Berg zu reiten. Nicht, dass ich hier gleich irgendwo... Ach doch. Es gibt einen Weg. Ach so, ein kleiner Unterstand. Ich glaube, das ist nichts für dich, Pferd hier. Ein Glück, dass ihr kamt. Ja. Ich habe euch geholfen. Sehr gerne sogar. War das nicht hier? Stimmt, hier war der Hinterhalt. Das war auch fies, Tomoe. Jin, was machst du, Alter? Mach keinen Scheiß. Ich weiß gar nicht, ist der Sensei mit Tomoes Quest eigentlich noch hier? Ja, hier ist das dritte und letzte Gebiet, ne? Ja, bumm. Und das hat man mir schon erzählt, wenn ich hier hinkomme, gibt es erstmal kein Zurück mehr zu den anderen Gebieten. Deswegen will ich die so gut wie abarbeiten. Aber anscheinend gibt es noch keine Quest mit Tomoe. Los jetzt, obwohl ich da richtig Lust drauf hätte, ne? Alleine schon, wie diese ganze Geschichte ausgeht, wird mich tierisch interessieren. Nicht, dass der Meister uns nachher verrät oder so, das... Der Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas?
Nein. Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Wer macht sowas? Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Frieden für das Göttliche. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Bringt mich der Fuchs jetzt dahin, wo ich hin muss? Folge dem Fuchs. Ja, dann los. Aber wer macht denn sowas? Garantiert waren die das. Er ist alleine. Na gut. Nutzen wir die Überraschung. Dreckiger Mistkerl. So, wo ist der Fuchs? Da. Vor allem diese schönen Klamotten hier, ey. Die Natur wird sich rächen. Oder auch nicht. Dann übernehmen wir das. Zack. Okay, da ist noch einer. Alle nach und nach müssen für diese Schandtat sterben. Hier ist auch noch ein Fuchs. Der lebt noch. Schnauze! Der lebt doch nicht mehr. Dann war das ein guter Schuss. Okay. Weiter. Sicher sind da noch mehr. Okay, wir schleichen uns erstmal dran vorbei. Ich glaube, das ist sicher. Alle können wir doch nicht ausschalten. Ich bin mal gespannt, wenn es so richtig zu kämpfen kommt, ob ich das noch drauf habe. So. Zack. Oh, ich habe den Geistmodus. Den kann ich gleich gut gebrauchen. Okay, Fuchs. So viele wie getötet. Ein Schatten. Zerstört, was heilig ist. Die wollen das Fell haben. Ah. Werde ich mir euer Fell vorknöpfen. Wartet nur ab. Zack. Wie viele sind denn hier? Auch einer. Das ist ein General. Hm.
Ihr habt bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber das wird euch nicht vor dem Tod retten. Das ist der Fluch von Kitsune. Für die getöteten Füchse. Ja, sucht nur. Ihr werdet nichts finden. Nein. Da sind die Köter. Shit, ich habe keine Pfeile mehr. Sondern nicht für den Bogen. Das war's. Ist einer mitgekriegt? Nein, sehr gut. Ich würde aus den Schatten agieren. Obwohl ich Lust auf einen Kampf hätte, ne? Den wird's noch nicht geben. So. Jetzt ist nur noch er übrig. Ja, deine Freunde sind alle weg. Keiner hat überlebt. Jetzt bist du dran. Das waren dann alle. Genau. Sie tun dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Frieden für das Göttliche und das mit einer krassen Vergeltung. Wir sind zurück, Freunde. Wir sind zurück. Talisman der Fügung. Effekt mit einer Prozentchance treten 50% häufiger ein. Vielleicht muss ich mal, das mache ich aber offscreen, glaube ich, dass ich mal gucke, was ich aktuell vielleicht doch noch verbessern könnte. Und ich werde auch ein Fuchs streicheln. Dieser Part ist sehr fuchslastig, habe ich das Gefühl. So. Das war aber auch echt fies. Also das war... Das fand ich jetzt nicht so schön. Was die da gemacht haben. Deswegen haben wir auch wieder Sturm und schlechtes Wetter. Wir hätten auch wieder edles Samurai in den Kampf ziehen können. Und das ehrenvoll machen können. Aber ich würde sagen, ich mix einfach den Spielstil. Das wisst ihr ja mittlerweile auch schon. Je nachdem, wie es gerade passt halt, ne? Ich glaube, das haben wir uns verdient. Eine heiße Quelle zum Entspannen. Ich muss aber sagen, ich nehme gern die Fragezeichen mit. Das geht relativ fix. Die Welt ist nicht so groß, dass man davon erschlagen wird. Es macht Spaß. So, über was wollen wir sinnieren? Veränderung bei meinem Onkel oder nächster Frühling? Wir nehmen den Onkel. Onkel wirkt so viel älter. Vielleicht ließ ihn der Krieg altern. Oder ich habe es nie bemerkt. Ich muss ja sagen, das macht halt immer noch so viel Spaß, ne? Also, ich finde dieses Spiel echt mega cool. Brava Nobu. So, Brava Nobu. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Das Ganze in der Nähe ist.
wo mich wahrscheinlich auch der goldene Vogel hingebracht hätte. Boah, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich ja auch, für alle die das jetzt ganz sehen, ihr habt nichts von der Pause mitgekriegt, aber es gab ja eine kleine Pause. Also dieser erste Part nach langem beginnt wieder spektakulär. Goldkäufluss. Für Klingen mit der Wendigkeit eines Kois. Ah. Okay. Welche haben wir denn aktuell ausgerüstet? Diese. Wegen der Rüstung, ne? Passend zur Rüstung. Das lassen wir auch erstmal so. Nehmen wir in die Sammlung auf. Warum nicht? So, und jetzt reisen wir ganz schnell hierhin. Das können wir eigentlich abkürzen. Fürstin Masako, ja, da gibt es auch noch ein paar Sachen. Aber ich kann, warte mal, ich kann ja eigentlich mal gucken. Mein Plan war ja eigentlich, alles von oben herab zu abarbeiten. Ja, okay, hier ist noch, ist das schon nächstes, ist das nicht nächstes Gebiet, ne? Ne, das nächste Gebiet ist quasi hier hinter. Das heißt, wenn wir die nächste Burg stürmen, dann denke ich mal, passiert da was. So viel weiß ich tatsächlich schon. Ich weiß aber nicht, was genau passiert. Ich weiß nur, dass man gesagt hat zu mir, da ist der Point of No Return. Bis zum bestimmten Punkt. Ja, dann mache ich das ja als letztes, wenn ich zur Burg gehe, also die Fragezeichen. Dann arbeite ich mich quasi hier so runter. So. Und dann machen wir mit der Hauptdings weiter. So als letztes. So, das ist so der Plan, damit ihr dann Bescheid wisst, was ich da so vorhab. So. Ja. Unentdeckter Ort. Ich muss ja auch sagen, es geht ja relativ schnell. So von Ort zu Ort. Ich meine, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen mit den Shortcuts schnell zu bereisen. Aber es macht auch Spaß, halt so durch die Welt zu reisen. Nanu. Oh, ich muss hier hoch, okay. Ne, kommt schon. Eine kleine Kletterpassage. Ich glaube, da ist der. Aua. Ah. Schön ein paar Mal am Stein aufgeschlitzt. Nein! Das ist, glaube ich, ein grausiger Tod. Halt so. Das ist doch der Händler mit der rein weißen Farbe, oder nicht? Oh, ein Bambusstand. Aber hier ist doch der, was heißt der Händler? Hier ist doch der Typ mit der weißen Farbe. Oder täusche ich mich da? Egal. Dann machen wir mal die Bambus-Herausforderung. Tap, tap, tap. Da hört ihr wieder die Controller-Tasten. Das ist relativ einfach. Ah, verdammt. Ups. Das ist doch nicht so einfach. Ah, jetzt. Gut gemacht. So, die Verneigung. Danke. Pausier nicht. Ich wollte eigentlich nur auf die Karte springen. So. Jetzt hierhin. Und dann Masako, ne? Pferd!
Ja, Pferd. Du verdienst das Allerbeste. Komm ran. Oh ja. Das wirklich Allerbeste. Nee, Pferd, hier kommst du nicht runter. Also ich hoffe ja auch nicht, dass dem Pferd was passiert, so am Ende. Ich würde das nicht cool finden. Ja. So, komm nur, Wurm, lauf. Sehr cool. Jemand hat Schmerzen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? Oh, warum? Verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Nein, um Gottes Willen. Das war eine zu diesen Barbaren gehörig. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Fleisch und Stein. Okay. Werkzeug beschaffen. Kein Problem. Lobo, komm! Genau. Wahrscheinlich da unten. Na, hier kommst du nicht runter. Das muss ich alleine machen. Schön durch den Bambus. Ich guck mal auf die Karte. Okay, ich bin ganz falsch. Okay. Ich das Pferd gar nicht, kann ich so hinrennen. Da habe ich nicht ganz richtig zugehört. Bisschen erschöpft. Na, ich bin im richtigen Gebiet. Hat er sein Haus versteckt, oder? Das wär's ja hier im Bambushain irgendwo eine Hütte drinne versteckt. Alles voll, alle Materialien voll. Ich war gerade der Meinung, ich habe die
die Songs durchgewechselt. Sonst macht man das ja über ein Menü, dass man nur einen Song auf der Flöte hat. Aber mit der Bewegung nach links, rechts, habe ich erst gedacht. Oh, das sieht gut aus. Aber hier sind wir falsch. Hier komme ich nicht durch. Doch. Sehr gut. Das hat ja wunderbar geklappt. Vielleicht hier einfach den Weg entlang laufen? Ich glaube, ich hole mir doch mal Nobu zu Hilfe. So. Flotter, Nobu! Meister Isos Haus. Stellt euch und kämpft! So. Jetzt wollen wir hier richtig kämpfen. Ja, was zuckst denn so? Verkackt, mein Freund. Ihr seid die Nächsten. Viel Spaß damit. Benutzt das Werkzeug des Meisters. Okay. Da habe ich die Haftbombe. Warte mal, wo wechselt man? Kunai. So. Meister Iso. Wer seid ihr? Er lebt. Was wollt ihr? Meister euch erstmal retten. Ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen, zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Sagt, was ihr wollt. Aber diese Statue gehört zu den Besten in ganz Kushi. Kushi. Wisst ihr, wie riesig das Mongolenreich ist? Das klingt, als wärt ihr auf Ruhm und Ehre aus. Ihr etwa nicht? Jeder respektiert und fürchtet den Geist, nicht wahr? Ich kämpfe, um mein Volk zu retten. Ihr habt Glück. Ihr musstet nie wählen zwischen der Pflicht euch selbst gegenüber und anderen. Hier lang. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Kannst du klettern? Nee. Doch, tu da. Aber ich glaube, wir sollten den Weg nehmen. Es ist einfacher. Du hast ja kein Pferd. Deswegen gehen wir das Stück zu Fuß. Ja. Jetzt könnte man sich gut unterhalten. Ach, das ist... Was habe ich denn für einen krassen Umweg gemacht? Okay. Das hätte auch alles schneller gehen können. Runter. Kein Aber Mord. Nur für... Mein Sohn. Leise. Oh nein. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack.
Ne, der lebt nicht mehr. Ne, die kriegen das mit. Mich nicht sehen, verdammte Axt. Wir haben doch Windglöckchen. Haben wir... Ach, verdammt. Nee, das wollte ich nicht. Der eine ist weggelaufen. Ihr kam zu spät. Haben sie ihn getötet? Das darf nicht wahr sein, ey. Alles nur durch deinen Ruhm. Armer Junge. Lieber Mamoru. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Tja, er hat deine Statuen gerettet und du warst hinter einer anderen Koryphäe her. Um deinen Ruhm zu steigern. Ja. Dann kann man sich eigentlich nur verbeugen. Da kannst du mal sehen, was die Mongolen anrichten. Ja, und ich denke mal, hier wäre eigentlich ein guter Part-Ende angesetzt. Eigentlich Flöte spielen. Das sind immer krasse Bilder für Wallpaper, oder? Das kann man echt... Also die Landschaft ist echt mega schick. Wirklich gefällt mir sehr gut, auch von den Farben her. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, Freunde, für alle die jetzt... die Pause live mitgekriegt haben. Es geht weiter mit Ghost of Tsushima. Und für alle, die das vielleicht jetzt im ganzen Stück gucken und sich wundern, von welcher Pause redet er denn, ja, auf jeden Fall, jetzt geht's regulär weiter mit Ghost of Tsushima. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr dabei seid, lasst mich gerne mit Feedback in den Kommentaren zu wissen, dass ihr dabei seid. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.